Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Welle 1974 und das ist Green Barrett. Das einzige Spiel von Konami UK auf der MSX-Maschine und ich nehme es vorweg, das ist der beschissenste Port von Green Barrett oder Russian Attack. Das ist so unglaublich schlecht und wenn ihr so ein Worst MSX-Game sucht, sucht nicht weiter. Hier ist es. Die haben erstmal die Controls geändert. Also, wie gesagt, Shift ist jetzt hier der Action-Button. Aber das ist schon relativ ungewöhnlich. Und ihr seht schon, wie unglaublich scheiße das aussieht. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt bin ich nämlich sofort erstmal wieder gestorben. Ich muss nämlich erstmal wieder gucken, wie diese hervorragende Engine funktioniert. Die nämlich nicht so funktioniert, wie es sich gehört. Ach, so ätzend. Und genießt den Soundtrack. Der bleibt so im ganzen Spiel. Der wird nicht besser. Also, ganz ehrlich, das ist so schlecht. So, der springt, das weiß ich noch. Ich habe das tatsächlich mal durchgespielt, ne? Also, ich weiß, wie es ausgeht. So, das war, glaube ich, Space, ne? So, ich glaube, da konnte man rumtricksen. Nee, konnte man nicht. Ich glaube, da durfte man im Sprung nichts machen. Dann landet man da hinten. Dieses Spiel ist broken, wie es nur broken sein kann. Es ist von A bis Z einfach das Schlechteste, was man nur machen kann. Hier können sich übrigens mal wieder Leute über das Scrolling aufregen. Ja? Da meine ich hier Dick Vinick, der sich hier gerne über alles aufregt. Und ganz gerne bei irgendwelchen anderen Kanälen kannst du gern Scheiße posten. Da hast du vollkommene Freiheit, hier nicht mehr. Ja, also das ist ein Scheißspiel. Also wer nur ansatzweise dieses Spiel gut findet, dem kann ich nicht helfen. Also dem kann ich wirklich nicht helfen. Also ich habe auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, was für ein Titel, so schlecht, der ist so toll. Ja, der ist teuer. Aber hier sieht man wieder an diesem Meisterwerk, teuer ist nicht gut. Boah, ich komme hier gar nicht mehr zurecht mit dem Scheiß. Ah, das hat auch, glaube ich, nur 4 Level. Das kann man auch locker in der Viertelstunde durchspielen. Ich werde es aber nicht tun, das kann ich euch schon mal verraten. Ja, es ist das einzige Konami UK Game und ich glaube, wenn ihr euch das so anseht, wisst ihr auch warum. So, komme ich da noch ran? Nein. So, nochmal. Nochmal, tun wir mal so, als habt ihr mal ein paar Minuten nichts gesehen von diesem tollen Titel. Machen das mal. Nein! Ah, springen ist mit hoch. Was dann mal schön ist, wenn er nicht registriert, dass man die Leiter meint. Dann kommt das gerne mal vor, ne? So, jetzt überlege ich nämlich gerade, wie das da unten mit diesem beschissenen Granatenwerfer war. Ich kann auf Nummer sicher gehen. Das tue ich auch. Und macht den platt. Ist auch was Schönes. Wir können der Rakete hinterhergehen. Dann wird das, was die erwischt, dann auch nochmal eliminiert. So, ich glaube, gleich kommen die Minen. Ja, gut, habe ich nichts mehr. Da sind, glaube ich, die Minen, ne? Genau. So, auf jeden Fall sind wir schon mal hier. So, ja, toll. So, du springst. Auch. Man kann über die Minen springen. Ich mache aber will aber den einfacheren Weg nehmen. So, eliminiert. So, der springt nämlich dann automatisch. Dann springt man auch drüber. So, die blauen schießen immer, wie man gesehen hat, aus absolut nächster Entfernung auch. Was die Special-Waffen angeht, pro Level gibt es andere. Ich glaube, das wiederholt sich dann auch wieder. Jetzt haben wir ein Problem. Na komm. Ich noch mal hier, ich messer deinen Fuß. Das ist schlecht. Komm nicht weiter. Das ist ein Dead End.
springen wir über die Minen. Tun wir so, als wäre es Pitfall. Man kann also mit den Raketen auch die Minen kaputt machen. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Nähern wir uns doch schon. Okay. Das war jetzt mal wirklich beschissen, aber nehme ich. So. Komm, springen. Und gewöhnt euch an diesen Beat. Der bleibt so. Also das ist sicherlich eins der absoluten Katastrophenspiele, die ich überhaupt noch kenne. So, das ist gut, weil dann kann ich nämlich jetzt, sind wir nämlich im Endkampf. Boah, jetzt wird's geil. Bin mal gespannt. Ja. Geil, ne? So, ich glaube, es gibt 4 Angriffsreihen. Das heißt, ich muss bei der letzten Angriffsreihe tatsächlich mal was tun. Spannend, ne? Das kann man, glaube ich, immer so hinkriegen. Ich glaube, jetzt muss ich was tun. Ja, aufpassen. Der ist schneller. So, dich locken. So. Und dich messer ich. Tschüss. Seht ihr? 4 Level. Ist das geil? Ah. Boah, aber ich habe tatsächlich das hingekriegt. Super. Also ist nicht schwer, aber das ist scheiße. Springen ist ganz katastrophal, weil es ist unglaublich langsam. Uah, der fehlt mir auch noch zu meinem Glück. Ja, toll. Na komm. Ah, gut, gemessert. Ich glaube, der hat jetzt auch eine andere Waffe. Ja, genau, das ist der Flammenwerfer. Ach, okay, das war jetzt der Raketenwerfer. Ah. Okay. Wie dem aber auch sei. Ihr seht aber, man kann das Spiel tatsächlich spielen. Also es ist jetzt nicht unspielbar. Nur, warum solltet ihr das zocken? Das ist schlecht. Ja, das war gut. Jetzt wollte ich mal hier den super mega Move machen. Ich glaube, dann kommen gleich als nächstes die Fallschirmspringer, glaube ich. Ja, ist toll, ne? Also, ein super Game das. Und guck gar nicht danach, was das kostet. Viel zu viel. Also wahrscheinlich jetzt irgendwelche Leute, die gern eine V2 in ihrem Namen haben. Was sowieso historisch eine doofe Idee ist. Die werden wahrscheinlich sagen, super Game, muss jeder haben, muss jeder Sammler haben. Und nee, muss er nicht. Also man muss nicht jeden Scheiß haben. Und das ist echt die Kohle nie wert. Ich weiß gar nicht, was das damals wirklich gekostet hat. Das habe ich übrigens tatsächlich noch boxt. Übrigens ganz toll, ne? Beneidet mich. So, ein Kackspiel. Ja, genau. Dann sind wir schon mal weiter. Dann kommen gleich wirklich die Fallschirmspringer und dann ist, glaube ich, der Level auch schon wieder zu Ende. Also ja, das Ding hat nur 4 Level. Ja, ja, genau. Da kommen die Fallschirmspringer. Genau. Und wenn man da genau den Mist macht, wie ich ihn mache, dann ist man automatisch tot. Weil man die Dinger direkt abkriegt. Toll, ne? Ja. Was spielt man hier so scheiße? So. Genau. Das ist besser. Ach ja, berühren darf man ja wieder nicht. Da muss man wieder aufpassen, dass der erst landet. Und dann kann man die Leute messern. Ist toll, ne? Ich weiß schon, ihr geht da steil und sagt, boah,
Was für ein scheiß und geiles Game. Mach davon ein Let's Play, sag ich, hab ich schon. Mach ich nie normal. So. Pfeife. Ach, wie ging denn der Scheiß jetzt nochmal? Aber wir können ja mal oben machen. Springen. Komm, ne Mieleiter, du Spassel. Wenn die von links kommen, springen sie übrigens nicht, die Grünen. Nur wenn sie von rechts kommen. Das heißt, auch wenn sie jetzt gerade drehen, weil das habe ich noch nicht gewusst. Tun sie aber, ich zeige euch das hier mal eben. Dann springen sie nicht. Toll, ne? Also, wie gesagt, ne, eure Chance. 100% Run. Geiles Game. Da kenne ich eigentlich keine Version, die schlimmer ist als das hier. So, kann man den irgendwie ein bisschen locken? Ja, kann man. Ah! Oh Mist, ich bin kaputt. Och, wie ärgerlich. ja, das war Green Beret oder Green Beret auf dem MSX von Konami UK. Scheiß Game, um es mal ganz klar vorwegzunehmen. Jetzt kommen noch drei OEM-Games, also es gibt wesentlich mehr OEM-Games von Konami, also ohne Ende. Die werde ich aber nicht alle zeigen, weil, wie gesagt, die sind einfach inhaltstechnisch gleich, aber es gibt drei Games, die es eben tatsächlich von Konami selber nicht gibt, was ich nicht verstehe. Da kommen wir jetzt zu und dann kommen wir zur Honeybee zum Schluss. Und dann sind wir noch bei den Disc-Versionen und bei den Special. Wobei, ich glaube, wenn ich zu den Disc und den Specials komme, dann werde ich noch ein bisschen Zeit brauchen, weil ich will nicht mal gucken, ob ich euch noch mal andere Versionen besorgen kann. Da muss ich tatsächlich mal ein bisschen das Netz durchforschen. Aber hier, das kriegen wir noch hin. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.